Ja gut, dann steigen wir ein. Wie ihr seht, haben wir heute keine Referenten, sondern wir sind zu dritt jetzt bisher von der Corporate Learning Community. Nee, zu viert. Joachim ist auch mit dabei. Und wir steigen ja heute ein in die Abschlusswoche. Vielleicht habt ihr den Blog heute früh schon gelesen oder auch den Newsletter. Und in der Abschlusswoche steht die Abschlussarbeit an, die ihr zu leisten habt, entweder alleine oder gemeinsam in der Lerngruppe. Und Jochen und ich haben uns das vorher mal ein bisschen überlegt, wie wir jetzt den Zeitraum von jetzt bis zum Hackathon gestalten. Und das wollen wir euch jetzt einfach mal vorstellen und dann auch noch ein bisschen diskutieren, besprechen, weil vielleicht das eine oder andere erklärungsbedürftig ist. Wir haben ein paar Folien vorbereitet und Jochen, ich denke, wir werden uns einfach so ein bisschen die Bälle zuspielen. Ja, du hast den Lead, den roten Faden und was auch immer, die Folien hast du, glaube ich, auch, ne? Ja, Moment, Ich ich schalte jetzt. ergänze einfach locker, wenn ich das Gefühl habe, da hast du jetzt Dass ich was irgendetwas falsch gemacht habe. übersprungen oder na falsch, nie, aber. Genau. Sind die sichtbar schon? Nee. Na, warten wir noch einen Moment. Wird geladen, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Genau. Also, wir hatten es ja ganz am Anfang, glaube ich, auch schon mal gesagt auf der Tonspur, was wir in dem Corporate Learning 2.0 MOOC ja so als so ein kleines Defizit gesehen haben, war, dass wir 8 extrem lebendige Wochen hatten mit ganz viel Input und Ideen. Aber eigentlich so die Klammer zum Abrunden am Ende gefehlt hat. Also, was ist da jetzt eine Schlussfolgerung von uns? Was schließen wir daraus? Was sind die Erkenntnisse? Was ist der Pfad in der Zukunft? An was ist weiterzuarbeiten? Und das ist eigentlich der Punkt, der dann zu diesem Corporate Learning 2025 geführt hat, zu sagen, wir wollen ja eigentlich eine Idee entwickeln, wo wir mit dem Thema bis 2025 hingehen wollen. Und eine Vorbereitung dazu ist jetzt eben diese Abschlussarbeit, die in den 5 Leitfragen der Woche heute abgebildet ist. Und dazu würde ich jetzt einfach mal in den Folien ein bisschen erklären, wie das gedacht ist. Springe hier mal rüber. Vielleicht so kurz als Erinnerung der Trailer. Wir haben ja da schon mit so einer kleinen Metapher der Marsbesiedelung gearbeitet. Also auf der einen Seite diese Rakete auf der Startrampe mit dem Countdown dahinter. Wer den Trailer gesehen hat, kennt es vielleicht. Wer ihn nicht gesehen hat, ich habe den Link in die Folie nochmal reinkopiert. Und eigentlich so die Frage, wo stehen wir denn heute in Bezug auf Corporate Learning? Und so waren auch die einzelnen Unternehmen für die Wochen gebrieft, dass die uns auf jeden Fall in der Woche sagen, was ist so ihr Status quo, was gab es in der Historie und dann aber auch, woran arbeiten sie jetzt und was ist ihre Zukunftsvision? Ja, das war dann ganz rechts oben. Diese Marsstation, diese fiktive in dem Trailer, wo wir, glaube ich, alle auch noch nicht wissen, wie das Corporate Learning 2025 aussehen wird. Manche implizieren bestimmte Rollen oder bestimmte Geschäftsmodelle, bestimmte Dienstleistungen. Aber das wird es, glaube ich, ganz spannend, das wirklich mal aufs Papier zu bringen und damit eben die Vision auch etwas zu schärfen, so wie das im Video war. Und natürlich auch die Roadmap. Also was ist jetzt von 2017 bis 2025 zu tun? Wo man sich auch jetzt natürlich überlegen kann, was sind da vielleicht Dinge, die wir in der Community gemeinsam machen können? So Dinge wie zum Beispiel die Rollendefinition eines Learning Facilitators ist ja schon gestartet, ne? Wenn das ein Bestandteil ist unserer Vision. Und das sind natürlich Dinge, an denen man jetzt einfach arbeiten kann von jetzt bis dann. Genau, also das nochmal so der kleine Rückblick auf den Trailer. Und jetzt der Blick auf die Zeitachse, das, was wir jetzt uns hinter uns haben aus dem CL2025 MOOCathon, ist diese MOOC-Phase, die ging vom 15. Mai bis zum 14. Juli, wo uns 8 Unternehmen quasi ihren Status quo, ihre Vision vorgestellt haben. Wir sind jetzt in dieser Woche 17.07. bis 21.07., wo eben die Abschlussarbeit anzufertigen ist. Was man so als euer persönliches Fazit sehen kann, das könnt ihr alleine machen, das könnt ihr aber auch in der Lerngruppe gemeinsam machen natürlich, also muss man nicht alleine machen. Da zeige ich euch auch gleich noch, wie das dann ganz konkret funktioniert für die, die da noch nicht geguckt haben. Dann wollen wir ab nächster Woche, wer da Lust und Zeit hat, da kann Karl-Heinz nachher auch noch ein paar Takte dazu sagen, schon mal an diesem Wikibook arbeiten, was ja dann auch unser finales Abschlussdokument enthalten wird. Und da wäre so eine erste Aufgabe mal zu jedem der 8 Wochen, Unternehmenswochen, quasi mal auf so einem Einseiter oder so einem Zweiseiter einfach genau die Fakten zusammenzuziehen. Also was haben die Firmen da präsentiert, was ihren Status quo betrifft, was ihre Ideen für die Zukunft betrifft, dass wir das zusammen mit der Abschlussarbeit einfach als Input haben für den Hackathon, der dann am 7. und 8. September stattfindet.
gab es, glaube ich, in der ersten Phase, wir hatten mal ursprünglich 3 Tage reserviert. Das war hauptsächlich deswegen, weil wir noch nicht wussten, ob wir es vom 7. bis 8. oder vom 8. bis 9. machen. Also das ist jetzt auf jeden Fall der Donnerstag und der Freitag, 7. und 8. 9. in Frankfurt am Main. Und das Ziel ist tatsächlich, dass wir an diesen 2 Tagen dieses Wikibook, also diesen Reader oder diesen Artikel, dieses Positionspapier fertig machen. Fertig machen heißt wahrscheinlich irgendwas so im Umfang 30 bis 40 gedruckte Seiten Dokumentation sozusagen fertigstellen, weil wir die dann am 28. und 29. September auf dem Corporate Learning Camp auch in Frankfurt am Main präsentieren wollen. Also das ist so die große Vision, dass wir dort dann stehen, möglichst viele von uns mit einem gedruckten Booklet in der Hand und da quasi den Teilnehmern des Corporate Learning Camps sozusagen unser Arbeitsergebnis in die Hand drücken. Ganz unten klein noch so ein Hinweis, wenn man so ein Hackathon macht oder auch Barcamps macht, wer das schon mal gemacht hat, kennt es vielleicht. Da gibt es dann sehr viel, also während der Hackathon-Tage sehr viel Abstimmung, sowohl vorneweg als auch während des Hackathons, wo nochmal Fragen zu klären sind. Dafür haben wir so eine kleine Telegram-Gruppe aufgesetzt. Telegram ist so ein sicherer Messenger, der ist kostenfrei, gibt es für Android und iOS entsprechend Apps. Und wenn ihr die App bei euch auf dem Smartphone installiert habt und ihr klickt den Link oder gebt den im Browser ein, der da steht, bit.ly/cl2025 Telegram, dann werdet ihr automatisch Mitglied in dieser Gruppe. Da sind jetzt auch schon 10, 12 Leute drinnen. Ist jetzt aber für die Woche noch nicht so wichtig, sondern hauptsächlich eben für den Hackathon dann selber. Ich weiß nicht, Jochen, hast du den Chat im Blick gehabt? Gab es da schon irgendwelche Fragen zu dem, was ich erzählt habe bisher? Nein, nur Hinweise, wo schon einzelne Zusammenfassungen oder Teile solcher Zusammenfassungen liegen, aus denen man natürlich dann schöpfen kann und die verlinkt werden können und die natürlich auch dann zu dem Input gehören, mit dem wir weiterarbeiten wollen. Genau, ja. Ja, das ist natürlich jeder, der jetzt schon Notizen gemacht hat oder auch die Lerngruppen, die dann teilweise auch, wir haben auch schon gehört, da gibt es OneNotes und so weiter, da was gemacht haben. Wir gehen jetzt quasi in so eine Konsolidierungsphase, wo wir die vielen guten Sachen und Ideen, die entstanden sind, auch Erkenntnisse einfach zusammentragen, konsolidieren und dann halt in ein geschlossenes Dokument bringen wollen. Ich schalte mal weiter. Die Grundidee für diese Leitfragen jetzt in dieser Woche, die kommt von der Methode von dem Dave Snowden, kennt der eine oder andere vielleicht, von dem Kinefin Framework. Das ist dieses Framework, was zwischen Komplexität und Kompliziertheit unterscheidet. Der hat aber auch noch eine andere Methode gemacht, Future Backwards. Das ist so eine Art Szenariotechnik im Kleinen und das eignet sich eigentlich sehr gut, um so Strategieprozesse zu begleiten oder eben Visionsfindungen zu begleiten. Und das hat im Wesentlichen so im Horizontalen die Zeitachse als Strukturierung. Also von links nach rechts ist die Zeit. Und dieser Böbel, dieser Punkt in der Mitte, das ist quasi unser Jetzt, unser Heute. Und im Prinzip ist so die Grundidee, klar, die Vergangenheit, die kann man nicht mehr verändern, aber viel von dem, was man in der Zukunft leisten und erreichen kann, hängt einfach von dem Pfad ab, den man in der Vergangenheit gegangen ist. Also wenn eine Organisation jetzt zum Beispiel eine Weiterbildungsakademie hat mit so und so vielen Mitarbeitern und Verrechnungsmodell, dann kann die das natürlich nicht von heute auf morgen komplett umstellen. Und so habe ich eine gewisse Pfadabhängigkeit von den Dingen, die ich in der Zukunft erreichen kann. Und Dave Snowden hat eben in dieser Future Backwards Methode gesagt, man macht sich da mal strukturiert über 5 Fragen Gedanken, nämlich was ist der aktuelle Zustand oder Stand, in unserem Fall jetzt des Corporate Learnings heute, Corporate Learning in Organisationen, sich dieser Vergangenheit auch nochmal bewusst zu werden, also welche Schlüsselereignisse der Vergangenheit haben zu diesem Zustand geführt. Als 3. Frage, was ist die Vision, also wo will man hin, das ist das obere Ende dieser umgedrehten Wünschelrute. Und wie bei Visionen so oft, unser Ex-Bundeskanzler hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich bin kein so großer Fan davon, von diesem Zitat, weil ich schon glaube, je konkreter sozusagen unser Bild der Zukunft ist, desto konkreter können wir auch in den nächsten Jahren daran arbeiten, das Wirklichkeit werden zu lassen. Also wenn wir wissen, was weiß ich, MOOCs oder Barcamps oder eine bestimmte Rolle oder bestimmte Tools werden wir da brauchen, da kann ich mich einfach sehr viel konkreter dran machen, die zu implementieren, als wenn ich die ganze Zeit nur so, sag mal, Wischiwaschi-Ideen wie Hierarchien müssen flacher werden oder alles ist selbst gesteuert oder ich brauche keinen Trainer mehr habe und eigentlich gar nicht genau weiß, wo ich hin möchte. Also da geht es darum,
jetzt ein möglichst scharfes Bild dieses Zustands des Corporate Learning in 2025 zu zeichnen. Und natürlich auch immer so die Antivision. In Dave Snowdens Modell heißt es Himmel und Hölle. Also die Hölle, was ist so das, was wir überhaupt nicht wollen, wie Corporate Learning 2025 ist. Also vielleicht, dass überhaupt niemand mehr dafür zuständig ist oder kein Geld mehr dafür ausgegeben wird oder. Also da kann man sich auch viel vorstellen. Um dann eben zur fünften Frage zu kommen, nämlich welche konkreten Schritte bringen uns jetzt in den nächsten Jahren, 2017 bis 2025, zu unserer Vision, ohne dass wir da nach rechts unten abbiegen und quasi in die Hölle kommen. So, und diese fünf Leitfragen, die den Blog heute gesehen haben, die haben die schon entdeckt. Die haben wir quasi jetzt in so einem Google-Form abgebildet. Zeige ich auch gleich noch einen Screenshot dazu. Vorher können wir ein paar Fragen noch stellen, falls es Fragen zur Methode gibt. Und es geht jetzt quasi darum, dass ihr entweder alleine oder eben in eurer Lerngruppe gemeinsam über diese fünf Fragen spricht, zu jedem einen Text verfasst. Also das Google Form nimmt tatsächlich Text als Input, weil wir dann am Ende ja auch für den Hackathon Text brauchen. Das dann dort eintragt und wir aus der Menge der abgegebenen Abschlussarbeiten sozusagen dann den Inhalt für das Dokument im Hackathon machen. Soweit gehe ich mal jetzt. Jetzt machen wir mal kurz auf für Fragen, entweder über Chat oder wir sind knapp 40. Das heißt, es ist einigermaßen überschaubar. Das heißt, wer eine Frage hat, kann gerne auch sein Mikro aufmachen und kann die direkt stellen. Falls es, Simon, jetzt, ja, es gibt schon eine Frage nach dem Termin, 21.07. Ich glaube, den haben wir ja so ein bisschen gewählt, um einfach jetzt auch nach der Woche mal so einen Schluss zu haben. Der ist natürlich nicht so gemeint, als dass diejenigen, die jetzt in Urlaub fahren müssen, nicht noch danach auch etwas abliefern können. Ne? Genau. Also die Erfahrung ist halt immer, ich meine, das zieht sich ja eigentlich seit dem Studium durch, wenn man eine Hausarbeit oder eine Diplomarbeit macht, man gibt die in der Regel halt immer in der letzten Woche am Freitag ab. Deswegen haben wir gesagt, Abschlusswoche für jemanden, der wirklich möchte, dass dann am Freitag für ihn der MOOC-Karton oder der MOOC-Teil auch zu Ende ist, setzen wir einfach mal jetzt die Deadline den Freitag. Geben aber dann nochmal 2 Wochen drauf, also wer quasi bis Ende der zweiten Augustwoche das noch abgeben will, kann das gerne machen. Dann müssen wir aber zumindest mal, sagen wir mal für uns, für den weiteren Verarbeitungsprozess, die Aufnahme zumachen, weil wir in der Corporate Learning Community im Kernteam uns dann einfach die Inputs, die bis dahin gekommen sind, vornehmen und da schon mal versuchen zu konsolidieren, zu schauen, was sind Sachen, die häufig genannt werden, damit wir in den Hackathon einfach mit so einer Grundidee starten, was steckt denn in den Google Forms drin. Weil 2 Tage Hackathon klingt erstmal nach viel Zeit. Aber wenn man daran denkt, dass wir sozusagen in den 2 Tagen ein fertiges, idealerweise druckbares Dokument erzeugen wollen, ist das wieder nicht so viel. Und das heißt, wir im Kernteam würden uns einfach 2. Augusthälfte dann nehmen, um da mal drüber zu schauen, einen Vorschlag zu machen, was so die Kernpunkte sind. Den dann auch in der ersten Septemberwoche nochmal teilen mit der Community und dann quasi einen Hackathon als Input geben. Vielleicht, Simon, darf ich noch eine Frage anschließen. Die 5 Fragen, die du jetzt hier aufs Bild geworfen hast, werden das auch die 5 Leitkapitel des Positionspapiers sein? Also da kommen wir nachher, ich habe einen Screenshot dabei, wie die Idee im Moment für die Überschriftenstruktur ist. Da ist der Gedanke quasi nicht alle 5 aufzugreifen, sondern nur 1, 3 und 5. Also so eine Zustandsbeschreibung mit so ein bisschen Hintergrund, wie es dazu gekommen ist in einem Kapitel. Dann die Vision, das ist natürlich das zentrale Element, das was Karl-Heinz oder was wir auch in unserem Frühjahrsmeeting da im Februar, als wir uns über MOOC-Karton Gedanken gemacht haben, die Blaupause genannt haben. Also so dieses, was kann ich copy-pasten für meine eigene Organisation? Geschäftsmodell, Rollenmodell, Kompetenzmodell, das sollte alles in dem Visionskapitel stecken. Und dann eben diese Antwort auf die Frage 5, nämlich so eine konkrete Roadmap, was ist dazu zu tun jetzt eben in den 8 Jahren. Mhm. Ich sah da gerade von Marcel noch im Chat die Frage, warum die Frage 2 methodisch vor der Frage 1 gesetzt ist. Also das ist einfach, wir haben den Standardansatz von Dave Snowden genommen und der fängt eben dort mit dem aktuellen Zustand an, weil sich da Leute halt am leichtesten tun wohl, ne, mal so drüber zu sprechen, wie sieht es denn heute aus und dann von diesem heute zurückzugehen und zu sagen, warum ist es denn heute eigentlich so
und quasi nicht aus der Vergangenheit zu kommen und dann den Zustand zu beschreiben. Kann man methodisch hinterfragen, da habe ich jetzt oder wir auch in der Vorbereitung uns nicht Gedanken gemacht, ob wir die Methode umstellen, sondern haben einfach die so genommen, wie sie ist. Und Charlotte hat auch noch gerade gefragt, warum nicht die Antivision. In der Methode, also Dave Snowden sagt immer, für ihn ist das wichtig, um sozusagen Leute auch dahin zu bringen, darüber nachzudenken, was wir vielleicht beibehalten wollen oder was wir auf keinen Fall verlieren wollen. Das könnten wir natürlich auch tatsächlich in einem eigenen Kapitel nochmal abbilden. Ne, ist aber halt immer auch sozusagen mehr Aufwand. Wir müssen dann mehr schreiben. Ja. Ne, also so gesehen können wir sagen, wir nutzen diese Antivision nur, um uns bewusst zu machen, wo wir denn tatsächlich hinwollen, wo nicht, und beschreiben die Vision nur positiv. Aber wenn sich herausstellt, dass es Sinn macht, diese Antivision auch zu beschreiben, dann können wir das natürlich auch noch machen. Das ist immer flexibel. Mhm. Okay, sehr gut. Der Jens Hamann schreibt, habe die Methode schon ein paar Mal angewendet, lief immer sehr gut. Das ist schön. Dann fühlen wir uns da gleich auch eins besser. Sehr gut. Okay, also dann gehen wir mal eins weiter. Falls ihr wollt, wir haben mittlerweile für den Hackathon auch schon das Wikibook angelegt. Also für die, die Wikibooks nicht kennen, die Wikipedia oder die Wikimedia Foundation besser gesagt, die hat ja viel mehr Projekte als nur die Wikipedia. Da gehört zum Beispiel auch die Zitationssammlung dazu oder Wikicommons, da werden Bilder gesammelt und eben auch Wikibooks. Und die Idee der Wikibook-Plattform ist, sozusagen initial mal aus Wikipedia-Content Bücher zu erzeugen. Da gibt es ein paar recht bekannte Beispiele, wo Leute zum Beispiel Inhalte über Schweden aus der Wikipedia nehmen und dann auf Wikibooks ein Reiseführer für Schweden zusammenstellen, oder es gibt Bücher über den Islam oder. Also gibt es ganz viel solche Buchprojekte. Und dabei eben unser Gedanke, nachdem ja so ein Massive Open Online Kurs, dieses Open immer auch für Open Educational Resources steht, dass wir dann nicht als Ergebnis quasi ein PDF abliefern mit Copyright drauf, sondern eben auf diese Wikibooks-Plattform gehen und dort es eben auch für alle editierbar ist und die Inhalte rauskopiert werden können. Also man kann sich so ein Wikibook exportieren in ein Word-Format, in ein PDF-Format, in ein EPUB-Format für E-Book-Reader. Mhm. Und das war so aus unserem Gedankengang heraus eigentlich eine geeignete Plattform dafür. Das heißt, dort ist ein Wikibook angelegt. Ihr seht unter dem Screenshot, wir haben überall so Kurzlinks angelegt auf diesem Bit.ly-Kurzlinks-Link-Dienst. Also bit.ly/cl2025book. Da kommt ihr jetzt schon zu der Wikibook-Plattform, zu unserem Wikibook. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber unten gibt es auch schon so eine erste Idee für ein Inhaltsverzeichnis. Ja, und in diesem Wikibook fassen wir dann quasi zusammen die Fakten der 8 Wochen. Also was haben wir von den Unternehmen gehört, inklusive auch der Diskussionen. Es gab ja viele Nachfragen in den Kommentaren, in den Live-Sessions. Also das müssen wir da zusammenfassen und eben auch die Ergebnisse der Abschlussarbeit. Also dieses, welches Fazit ziehen wir denn daraus? Und so wie es im Wiki eigentlich immer Usus ist, ist es wichtig, dass wir dann, wenn wir in diesem Buch arbeiten, das werden wir euch auch noch zeigen, wie das geht, tatsächlich da auch mit Belegen arbeiten, also jetzt zum Beispiel bei den Kapiteln für die einzelnen Unternehmenswochen, na, dass man da dann auch sagt, was weiß ich, Otto Bock verwendet Barcamps, jetzt mal hypothetisch, und dann müsste da quasi zitiert sein, ein Video, ein Foliensatz, ein Dokument, ein Podcast, ein Video der Live-Session, wo eben genau diese Aussage getroffen worden ist. Also das müssen wir jetzt co-createn sozusagen aus unserer aller Aufzeichnungen und Erinnerungen oder gar mit Teams, die sich jetzt die Videos da nochmal anschauen, anhören, in die Folien nochmal reingehen, um dort eben so ein Extrakt zu bilden. Vielleicht der letzte Punkt, der ist nicht ganz so wichtig, aber schon mal als so eine kleine Vorwarnung. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt in dem Raum wären und ich würde fragen, wer von euch hat schon mal in Wikipedia gelesen, dann gehen wahrscheinlich alle Hände hoch. Wenn ich frage, wer hat schon mal in Wikipedia geschrieben, dann sind es in der Regel deutlich weniger Hände. Also das Editieren in Wikipedia ist so ein bisschen anders als ein Word-Dokument zu editieren, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch keine Rocket Science. Das heißt, wir werden jetzt dann nach der Abschlusswoche in den Wochen schon mal so ein paar Basisinfos und Screencasts spielen, wie man da eben in so einem Wiki-System arbeitet. Und werden auch wahrscheinlich, mit Karl-Heinz vorher gesprochen, so eine kleine Live-Session auch nochmal dazu machen, wo wir das auch nochmal direkt zeigen,
Und dann brauchen wir eben auf der Wikibooks-Plattform oder auf Wikipedia einen Account, um sich da eben anmelden zu können, weil da eben alle Leute, die editieren, sozusagen angemeldet sein müssen, weil kein anonymes Editieren geht. Schaue ich da gerade nach rechts. Was schreibt Magnus? Ja, genau. Er hat gefragt, oder die Frage im Chat ist, ob man auf eine gesamte Wiki-Seite schreibt oder in einzelnen Kapitel. Also wir werden auf jeden Fall das, was im Moment da unter Inhaltsverzeichnis steht, in einzelne Kapitel zerteilen, weil wir quasi sowohl jetzt für das Zusammentragen der Infos zu den einzelnen Unternehmen als auch für die Vorortarbeit im Hackathon dann einzelne Kapitelteams bilden und ein Team arbeitet sozusagen immer an einem Kapitel. Ne, dass wir uns da im Hackathon, wenn wir synchron an Inhalten arbeiten, da eben nicht in die Quere kommen, sondern dass immer ein Kapitelteam für ein Kapitel zuständig ist und es da keine Edit Wars gibt, wo der eine dann was verändert, der andere wieder rückverändert oder man eben auf den Inhalt nicht zugreifen kann, weil er gerade gesperrt ist durch jemand anderen. Aber das, wie gesagt, ist jetzt für die Woche noch nicht so wichtig, sondern das werden wir dann eben nach in den Wochen folgende, für die, die im Hackathon dann dabei sind, nochmal in einer eigenen Session darlegen. Simon, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, ab wann soll denn idealerweise oder wird mit dem Wikibook gearbeitet? Weil jetzt haben wir erstmal so eine Google-Form vorbereitet für genau. Die in Anführungszeichen Abschlussarbeiten, die werden zusammengetragen und eigentlich wird im Wikibook ja spätestens natürlich im Hackathon zusammengearbeitet, aber auch schon vorher, ja. Fragezeichen. Ja, also ich bin nochmal gerade auf diese Zeitablaufsfolie, auf die Dreierfolie, ich hoffe, die kann man schon sehen. Ja. Da steht hier oben drüber, ab dem 24.07. Wiki-Kapitel zu den 8 Unternehmen. Also der Gedanke war, diese Unternehmenswochen jetzt nochmal durchzugehen und dazu Status Quo, Historie, Vision oder auch schon mögliche Skizzierungen, was so die Roadmap angeht, das rauszuziehen, ist ja eine Fleißarbeit, die eigentlich jederzeit schon stattfinden kann. Vielleicht hat es der eine oder andere ohnehin schon gemacht. Na, und da war die Idee, dass wir jetzt bis zum nächsten Montag da auch schon mal zu den für diese Unternehmensseiten so ein kleines Template bereitstellen, dass man einfach auch sehen kann, wie sollte so eine Seite dann hinterher aussehen. Und wer möchte, kann dann eigentlich sozusagen ab nächsten Montag starten, dort auf den Seiten zu arbeiten. Der Karl-Heinz wird nachher noch was sagen, weil wir uns eben überlegt haben, wenn jetzt viele Leute zeitgleich auf den 8 Seiten arbeiten, dann ist das nicht sehr koordiniert, sondern wir haben überlegt, dort über den Stellenmarkt des Mukatons auch so kleine Kapitelteams schon mal zu bilden, ja, dass man sagt, es gibt einen Mechanismus, wie sich eben Leute zusammenfinden können, die Merkwoche, die Conti-Woche, die Otto-Bock-Woche und so weiter sich vornehmen und dass das schon selbst organisiert, aber mit einer gewissen Koordinierung stattfindet. Ja, dass okay, also inhaltlich, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine kleine Binnenstruktur für die einzelnen genau. Kapitel, damit sie so ein bisschen harmonisch auch zueinander stehen und dann auch mit so einer Gruppe, die sich halt meldet, die Zeit hat, die Lust hat, die Interesse hat, um das dann inhaltlich umzusetzen. Genau, genau richtig. Ja, und es ist natürlich auch jetzt, wir gehen halt davon aus, wenn jemand im Corporate Learning Bereich arbeitet, dass der nicht den ganzen Tag auch mit einer Wikipedia-Plattform arbeitet, auch ein schöner Mechanismus, um jetzt mit einer relativ einfachen Aufgabe, nämlich aus bestehendem Content mal Fakten zu extrahieren, so die ersten Schritte zu gehen. Ne, während diese Vision dann zu schnitzen, vielleicht zu illustrieren, darzustellen, zu beschreiben, ja ein sehr kreativer Prozess ist. Idealerweise hat man da dann das Handwerkszeug des Wiki-Editierens schon hinter sich gebracht. Ich habe gerade die Frage noch gesehen von Magnus, ob man am Hackathon auch remote mithelfen kann. Ja, also wir müssen mal gucken, bei Hackathons, speziell jetzt, wenn man Content erzeugt, bewährt sich es natürlich schon, wenn das Team oder die Teams, die jetzt an einzelnen Kapiteln arbeiten, wirklich vor Ort sind, damit die sich einfach gut abstimmen können. Wir werden aber so eine ganze Latte Rollen nochmal haben, die es braucht und die durchaus auch remote sein können. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn ein Team jetzt sagt, wir haben einen bestimmten Abschnitt von einem Kapitel fertig, dann braucht es da mal Leute, die vielleicht mit einer Rechtschreibbrille über Sachen nochmal lesen oder dafür sorgen, dass die textuelle Konsistenz irgendwie gewährleistet ist über Kapitel hinweg. Oder ein Team sitzt im Raum und skizziert irgendwas einfach auf einem Zettel und man braucht dann jemanden, der sagt, ich überführe das jetzt mal in eine saubere Grafik und sorge dafür, dass auch die Grafiken über alle Kapitel hinweg einen einheitlichen Stil haben. Oder auch, wir haben vor, an den 2 Hackathon-Tagen so Stops einzubauen,
wo die Kapitelteams einfach mal vorstellen, wo sie gerade sind und auch sagen vielleicht, wenn sie an irgendeiner Stelle noch unsicher sind, um sich da nochmal Feedback zu holen. Da können wir sicher uns vorstellen, dass wir das dann auch über Skype for Business übertragen und sich jemand da remote einklinken kann und dem Team dann über die Diskussionsseite im Wiki Feedback geben kann. Also es wird Möglichkeiten geben, so richtig intensiv an Kapitel mitschreiben, zumindest mal über die 2 Tage, denke ich, da ist es besser, vor Ort zu sein. Es wird sicher, Simon, Arbeiten geben, die auch, du hast gerade angedeutet, wahrscheinlich in den Tagen danach noch anfallen. Also in der Rechtschreibprüfung macht der erst Sinn, wenn ein Text mal vorliegt, Zitate überprüfen, Grafiken, Bilder ergänzen und so weiter. Also das sind so noch viele Arbeiten, die wahrscheinlich dann in den Tagen danach anfallen. Und wo es natürlich toll ist, wenn man so einen kleinen Pool von Interessenten hat, die dann noch abrufbar sind. Genau. Genau, also da ist auch, wir werden dann so eine kleine Zeitschiene quasi von Hackathon bis zum Barcamp auch noch veröffentlichen. Ja, weil wir werden einen Stand haben am Freitagnachmittag. Genau die Dinge, die du ansprichst, die müssen dann im Nachgang noch gemacht werden. Und wir werden irgendwann den Zeitpunkt haben, wo wir das fertige PDF quasi in Druck geben müssen, damit wir das gedruckt und gebunden dann aufs Barcamp auch mitbringen können. Also da ist sicher dann, wer da Lust und Zeit hat, in den 2 Wochen nach dem Hackathon noch was zu machen, da werden wir sicher das eine oder andere im Stellenmarktplatz noch einstellen dazu. Genau, was aber für die Woche wichtig ist, also bevor ihr jetzt die Zeit, die ihr quasi frei habt in der Woche, wenn ihr denn welche habt, schon in Richtung Wiki und so, in Anführungszeichen, verschwendet, wichtig ist, dass diese Abschlussarbeiten gemacht werden, weil die Abschlussarbeit ist der inhaltliche Input in den Hackathon. Na, wir haben im Moment knapp 1200 angemeldete Teilnehmer und auf dem Hackathon wir haben maximal 100 Plätze. Wahrscheinlich werden es nicht ganz so viele Leute werden, aber wir haben gesagt, wir wollen, dass jeder, der im MOOCathon dabei war, seine Chance hat, dass seine Erkenntnis, seine Einsicht in das Abschlussdokument Einzug finden kann. Deswegen werden wir auf dem Hackathon selber gar nicht mehr so viel über was ist jetzt unsere Vision im Corporate Learning sprechen, sondern die Vision werden wir extrahieren aus diesen 8 Wochenseiten plus den Ergebnissen der Abschlussarbeit. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr die Zeit, die ihr jetzt in der Woche habt, einfach für die Abschlussarbeit verwendet. Und dafür, auch unten seht ihr wieder diesen Bitly-Link, CL2025 Abschlussarbeit. Da verbirgt sich ein kleines Google-Form dahinter. Nicht erschrecken, sind 3 Seiten. Das sind aber die 3 Seiten, die ihr hier im Screenshot auch seht. Und zwar ist die erste Seite, da gebt ihr einfach eine E-Mail-Adresse ein. Keine Angst, gibt es kein Spam, sondern die dient einfach dafür, an die E-Mail-Adresse, die ihr da eingebt, kriegt ihr einen Link geschickt, mit dem ihr dieses Google-Form auch im Nachgang noch bearbeiten könnt. Na, also wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt diesen Mittwoch mal eine Stunde Zeit, da mache ich mal einen ersten Schuss, die 5 Fragen zu beantworten. Aber nächste Woche würde ich gerne da nochmal draufschauen und das verfeinern. Dann braucht ihr diesen Link, den ihr da zugeschickt bekommen habt, um das zu bearbeiten. Weil wir sozusagen wenn ihr jetzt sagt, wir wollen was ändern, wenn ihr uns eine E-Mail schickt und sagt, da habe ich an der Stelle das geschrieben, müsste eigentlich das rein, das können wir nicht leisten, das zu übernehmen. Also das ist wichtig, dass ihr da keine E-Mail-Adresse reinschreibt, die nicht existiert oder die so eine One-Time-E-Mail ist, weil ihr, wenn ihr später mal sozusagen nochmal was ändern wollt, das über diese E-Mail dann machen könnt. Wenn ihr die Abschlussarbeit abgebt als Lerngruppe, dafür wäre das 2. Feld auf der 1. Seite des Forms, einfach die Namen aller Lerngruppenmitglieder eintragen, weil wir natürlich alle Leute, die im MOOCathon dabei waren, aber insbesondere auch alle Leute, die diese Abschlussarbeit bearbeitet haben, dann in dem finalen Abschlussdokument auch hervorheben wollen. Ja, dass wir jedem, der jetzt einen Beitrag leistet und diese Arbeit abgibt, dass der einfach auch namentlich genannt wird, so ähnlich wie beim Hollywood-Film, dass er quasi mit dabei war, diese Vision jetzt zu generieren. Links daneben die 2 kleinen Screenshots. Der obere, das ist der Kernteil des Fragebogens, die 2. Seite. Das sind einfach diese 5 Future-Backwards-Fragen, die ich auf der Folie vorher hatte. Und unten, da kann man vielleicht so kleine ahnen, steht zusätzlicher Link. Falls ihr jetzt sagt, wir wollen mit unserer Lerngruppe noch ein Video aufnehmen, wo wir dann nochmal drüber sprechen oder wir machen Google Hangout oder wir machen einen Podcast oder eine Bildcollage oder haben noch einen Blog geschrieben, dann habt ihr die Möglichkeit, da quasi nochmal einen Link einzubringen und damit darauf zu verweisen. Weil bestimmte Sachen sind vielleicht im Text schwierig zu beschreiben und ihr wollt ja dann nochmal mit Video oder Audio oder Fotos oder Präsentation oder wie auch immer nochmal auf euren Kernpunkt hinweisen, dann veröffentlicht es irgendwo,
und packt im Prinzip den Link dann hier rein. Ja, ich habe mal so unten einen Text geschrieben als Beispiel, Video, Blog, Podcast und so weiter. Alle Einreichungen, die dann bis spätestens Mitte August da sind, wenn wir uns im Corporate Learning Kernteam dann mal vornehmen und da eben versuchen, dann so einen Extrakt draus zu machen. Dementsprechend ist es eben wichtig, diese Abschlussarbeit zu machen. Genau, das ist Folie 6 von 7. 7 ist auch nur noch ein Splash-Screen. Das heißt, das ist mal so der Input für die Woche. Ich weiß nicht, im Chat habe ich nicht mehr geschaut. Jochen, wenn im Chat noch Fragen sind oder wer will, kann jetzt noch sein Mikro aufmachen. Ich glaube, die Fragen haben wir alle soweit mal beantwortet oder thematisiert. Doch, da kam noch so eine Frage, wann denn die Templates oder die Vorlagen für diese Wochenerarbeitung stehen, Simon. Ich glaube, das ab Montag nächster Woche, ne? Genau, also es ist, wer da schon reingucken mag, es ist bei diesen Fallbeispielen, bei Merck ist die Seite schon mal angelegt, da gibt es auch schon so ein, zwei Überschriftsebenen. Das ist aber noch nicht sehr detailliert. Ich will versuchen, bis nächste Woche quasi ein separates Template da zu machen und auch mal auf einer Seite mal zumindest so mit Text anzuskizzieren, wie die Seite aussehen kann. Dann wird es sicher einer gewissen Dynamik unterliegen. Da ist auch nicht jede Woche gleich gewesen. Das müssen wir auch nicht erzwingen, dass die exakt gleich sind von Umfang und was weiß ich, wo da jetzt ein Bild auftaucht. Wir machen ja keinen Werbeflyer. Aber ich denke, zumindest auf der Überschriftsebene sollten diese 8 Wochen gleich aussehen, damit es einfach, wenn man es hinterher dann halt als Dokument in der Hand hat, ordentlich aussieht. Ich habe jetzt hier noch gesehen, wie genau wird der Hackathon aussehen, von der Nicole als Frage. Wahrscheinlich haben von euch noch nicht viele Hackathons mitgemacht. Also im Prinzip kann man sagen, fast eigentlich wie ein normaler Hackathon, nur halt, dass wir Inhalt erstellen, keine Software. Also es wird sicher am ersten Tag früh nochmal so eine Einführung geben, wo wir einen Überblick geben über den ganzen Stand. Wir werden an einer zentralen Stelle die ganzen Materialien zusammenziehen. Wir werden Anleitungen haben für, wie arbeitet man im Wiki, wie organisiert man sich in den Kapitelteams. Da werden wir früher auch sicher nochmal so eine Vorstellungsrunde machen, wie man es am Barcamp macht, dass sich alle, die sich vielleicht virtuell kennen, dann auch persönlich kennen und dann wissen, wie diese 2 Tage ablaufen. Und dann haben wir so ähnlich wie im Barcamp auch jetzt nicht einen Sessionplan, sondern eher einen Kapitelplan, ne, wo wir so eine Art Kanban-Board haben, wo jeder sich sozusagen den einzelnen Kapitelteams zuordnen kann. Die werden dann auch auf Räume oder Orte in den Räumen gemappt. Und wir werden dann in der Regel bewährt sich so nicht sehr viel mehr Leute als 5 pro Team, ne, sonst wird die Zusammenarbeit schwierig. Wir werden uns dann in so 5er-Gruppen aufteilen, die dann quasi ihren Namen zusammenhängen, am Kanban-Board quasi ein Kapitel dann von To-Do auf in Arbeit setzen. Und das Gleiche halt für Illustrationen oder die Gestaltung der Titelseite dieses Booklets oder. Und dann werden die Kapitelteams quasi an Kapiteln arbeiten und zwischenrein bauen wir eben immer so Stationen ein, insbesondere am ersten Tag, weil da noch viel, sagen wir mal, bei Kapiteln, die untereinander vielleicht Abhängigkeiten haben, wie zum Beispiel die Vision und die Roadmap, vielleicht Abstimmbedarf ist, wo wir dann regelmäßig die Teams mal vorstellen lassen in so einem bestimmten Format, wo sie denn stehen, was sie jetzt gerade schon gemacht haben und wo sie vielleicht noch was Offenes haben, sich nach einem strukturierten Format auch Feedback holen und man dann quasi wieder in die Arbeit in dem Team geht. Ja, und am Ende des 2. Tages, weiß nicht, Karl-Heinz, wir haben im Moment, glaube ich, der Xing-Event steht noch auf 18 Uhr. Also ich denke, das Programm werden wir so machen, dass es bis 16 Uhr geht. Dann wird man noch so ein bisschen aufräumen müssen und so weiter. Aber da wird sicher die letzte Stunde dann sein, dass wir uns das Ganze nochmal anschauen, also was ist rausgekommen und entsprechend dann auch hoffentlich feiern, dass wir da in den 2 Tagen sozusagen zentrales Buch, ein gemeinsames Buch erzeugt haben. Vielleicht für den Abend noch spannend, wir sind bei Hessenmetall in Frankfurt, es gibt da ein Hotel, was quasi genau die Straße gegenüber liegt. Das, jetzt muss ich gerade überlegen, Karl-Heinz, hilf mir, ich habe es vorhin schon mal falsch gesagt, Relaxa, glaube ich. Relaxa Hotel, genau. Relaxa heißt das. Genau. Relaxa in der Lurgi-Allee. Genau. Da, Karl-Heinz, wir zwei haben uns da heute früh auch schon gleich eingebucht, weil es halt gleich über die Straße raus ist.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden wir da dann auch sozusagen Abendessen gehen, weil da können wir uns dann auch nochmal in der Lobby zusammensetzen. Oft so die kreativsten Ideen für Grafiken, für Kapitel entstehen beim Hackathon in der Nacht, nach einem Bierchen oder wie auch immer, sodass es halt nah dran ist. Aber da sprechen wir jetzt auch die Woche nochmal. Wir werden am Freitag sozusagen in der Live-Session dann auch wissen, wo die einzelnen Lokationen sind, damit ihr euch auch, also die zum Hackathon kommen wollen, sich dann auch Hotel und so weiter schon buchen können. Ja, Simon, lass mich noch mal kurz was sagen zu der Vorbereitung für die nächste Woche, für diese einzelnen Wochenkapitel. Wir haben euch in dem Stellenmarkt, und Stellenmarkt findet ihr unter den Quicklinks auf unserer Hauptseite, rechts oben, mal die 8 Wochen aufgezeichnet, sodass, also die Überschriften hingeschrieben, sodass ihr euch dort eintragen könnt, wenn ihr mitmachen wollt bei der Erarbeitung einer Woche. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir die verschiedenen Wochen an verschiedene Teams geben. Und es wäre immer schön, wenn sich einer findet, der den Hut auf hat und das so ein bisschen koordiniert. Also zunächst tragt da in dieser Woche einfach eure Namen ein, wenn ihr da mitmachen wollt. Und vielleicht findet ihr dann einen, der sich als Koordinator da bereit erklärt. Wichtig ist, wie Simon das gesagt hat, alles, was in der jeweiligen Woche von den Unternehmen konkret gesagt wurde und was an Beiträgen von draußen kam, so zusammenzufassen, dass ihr die wesentlichen Aussagen habt und die Links als Beleg dafür verwenden könnt. Denn wir wollen hier auch die Belege, wie in Wikipedia üblich, immer mit nennen. Ne? Das ist so die Arbeit. Genau. Ich habe jetzt auch gerade auf die letzte Folie rübergeschaltet, weil da habe ich versucht, jetzt so die ganzen Links, die man braucht, die jetzt anstehen, drauf zu haben. Also Abgabe der Abschlussarbeit, dann Joachim hat ja letzte Woche schon dieses Faktencheck-Formular veröffentlicht, was so ähnlich wie im Corporate Learning 2.0 MOOC ja auch so ein bisschen Statistik nochmal beinhaltet, dass wir da eine gewisse Vergleichbarkeit jetzt auch zwischen den zwei Veranstaltungen haben. Der Stellenmarkt, den du gerade angesprochen hast, Karl-Heinz, da habe ich auch so einen Quicklink dafür noch gemacht. Der ist da drauf. Die Anmeldung für den Hackathon, also wer zum Hackathon kommen will, muss sich über so ein Xing Events Formular anmelden, ist kostenlos, außer das Abendessen. Abendessen ist Selbstzahler. Die ist da drauf, dann der Link zu der Telegram-Gruppe und wer soweit schon in die Zukunft schaut, auch die Anmeldung fürs Corporate Learning Camp dann Ende September. Da sind ja die Plätze auch schon rar, soweit ich weiß, Karl-Heinz. Ja, Corporate Learning Camp ist jetzt offiziell ausgebucht. Wir haben noch so ein paar Reserveplätze. Also wenn sich die Teilnehmer hier anmelden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir euch da noch aufnehmen können. Meldet euch aber bald an, denn auch die Restplätze sind bald weg. Ich habe es gerade im Chat gesehen, der Magnus stellt die Frage, ob das Thema Learning Facilitator der Bosch-Woche zuzuordnen ist. Kommt jetzt darauf an, also in der Bosch-Woche gab es ja diese Rolle oder diesen Wechsel vom Trainer zum Learning Consultant, war da der Begriff, also der Lernberater eher. Ja, das heißt, in der Bosch-Woche müsste jetzt dann was stehen über Bosch plant, irgendwie Learning Consultant neben Trainer als Rolle zu etablieren und vielleicht auch, wenn es irgendwie schon Aufgaben oder Kompetenzprofil für so einen Learning Consultant gibt, was der zu tun hat, das gehört in die Bosch-Woche rein. Wenn jetzt eine Lerngruppe, die sich formiert hat, der Meinung ist, wir brauchen 2025 auf jeden Fall innerhalb der Rollen einer L&D-Abteilung auch den Learning Facilitator, dann wäre das was in Vision der Future Backwards-Fragen reingehört. Ja, weil da kann man dann eben überlegen, wenn man das dokumentiert dann im Hackathon, im Wiki, na, dass da eben steht, was weiß ich, bei der Vision, wir stellen uns vor, dass die Abteilung, die heute noch eine Trainingsabteilung ist, in Zukunft eben neben Trainern und Koordinatoren auch solche Learning Facilitator enthält mit dem und dem Profil. Und die Evidenz dafür könnte sein, dass eben, was weiß ich, Bosch jetzt anfängt mit Learning Consultants und andere ähnliche Rollen haben und in dem Learning Facilitator, das würde quasi dann so die Vision sein, in die das mündet.
Aber Vorsicht, es waren in verschiedenen Wochen, war so dieses Thema Lernbegleiter. Ich würde fast sagen, in fast allen Wochen kam das irgendwie vor. Aber um vielleicht hier auch noch eine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, die war von Marcel vorhin. Wird denn beim Hackathon noch darüber nachgedacht, wie es sein könnte, oder wird beim Hackathon nur das zusammengefasst, was bis dahin erarbeitet ist? Simon, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Genau, also beim Hackathon wird Zweiteres gemacht, weil wir einfach in 48 Stunden es nicht schaffen, sozusagen den Kreationsraum nochmal komplett aufzumachen. Also die einzelnen Sichten, wie es in Zukunft sein soll, die müssen tatsächlich jetzt in die Abschlussarbeit rein. Ne? Und zwar jetzt als Einzelleistung oder eben als Teamleistung. Und wir versuchen dann, das, was über die Abschlussarbeiten als Vision kommt, sozusagen in eine zu überführen. Aber den Raum können wir quasi im Rahmen des Hackathons nicht nochmal komplett aufmachen, weil dann es ja entstehen könnte, dass irgendwie eine kleine Gruppe, die im Hackathon der Meinung ist, wir brauchen unbedingt X, aber sozusagen die Teilnehmer, die ihre Abschlussarbeit abgegeben haben, gar nicht dieser Meinung sind als Mehrheit, sozusagen dadurch überstimmt werden können. Also das sind so die zwei Argumente, warum im Hackathon hauptsächlich konsolidiert wird, zusammengefasst wird, ausformuliert wird. Ja, weil wir sonst sozusagen die Mehrheit mit einer kleinen Gruppe überstimmen können und weil wir es auch schlicht und einfach in 2 Tagen sonst auch gar nicht schaffen können. Ich denke, interessant wird dann, wenn wir bis zum Corporate Learning Camp eine Version 1.0 dieses Papiers haben und das in eine Session auf dem Corporate Learning Camp einbringen. Da kann dann sofort wieder Feedback kommen und so, das passt aber so nicht, da müsste man nochmal ändern. Ne, das wäre dann, geht dann halt in Richtung einer zweiten Version sozusagen dieses Wikibooks. Irgendwo hatte ich gerade noch was zu Telegram gesehen. Genau, die Martina hatte gefragt, was genau wird über Telegram abgewickelt? Nur Einsatz während Hackathon. Also ich hatte es bewusst jetzt schon mal angelegt, weil erfahrungsgemäß, wenn man jetzt so die ersten Schritte auch in dem Wiki geht, und nochmal so die Frage ist, kann man die Vorlage nicht so oder so anpassen? Oder hier habe ich Probleme, da braucht man halt in der Regel ein Medium, so ähnlich wie man es aus dem Privaten vielleicht mit WhatsApp-Gruppen kennt, was sehr schnell ist, wo man sehr schnell eine Antwort bekommt und was vielleicht auch nicht so ist wie auf Twitter, dass man da eine Frage twittert und die dann bei uns eigentlich durchrutscht, weil vielleicht der eine oder andere jetzt dann auch mal im Urlaub ist und den Twitter-Stream nicht mitverfolgt. Und dafür ist eigentlich die Telegram-Gruppe jetzt, um sehr schnell so koordinative Sachen rund um den Hackathon und jetzt auch so die ersten Arbeiten im Wiki begleiten zu können damit. Simon, hier kommt noch ein Gedanke von Rainer Bartel. Die arbeiten offensichtlich ja an einer Learning Facilitator Ausformulierung. Und wenn das in diesem Wikibook jetzt nicht so deutlich rauskommt, ob man da ein zusätzliches Wiki-Kapitel dafür machen könnte. Könnte man sich grundsätzlich vorstellen, dass man sagt, so, und eine Lerngruppe hat sich Gedanken gemacht über Learning Facilitator und das ist dann noch ein extra Kapitel oder so. Kann ich mir im Moment zwar noch nicht so richtig vorstellen, wie es reinpasst, aber Naja, der Magnus, der hatte ja, glaube ich, auf der Wikibook-Seite vorhin den Learning Facilitator unten einfach in die Kapitelliste noch reingeschrieben. Ja, da hatte ich es jetzt vorhin nicht rausgelöscht, aber in ein anderes Kapitel gezogen, sage ich gleich warum. Weil es sieht natürlich komisch aus, wenn man ein Buch hat, was einen roten Faden im Inhaltsverzeichnis hat und hinten dann zu einem Teilaspekt nochmal ein Einzelkapitel. Ja, und ich glaube, das würde uns ähnlich jetzt wie bei so Rollen wie dem Learning Facilitator vielleicht mit so Themen wie Learning Management System, Enterprise Social Network, Working Out Loud vielleicht auch so gehen. Ne? Dass man sagen, die brauchen irgendwie eine Heimat in dem Wikibook. Vielleicht ist es noch kein ganzer Kapitel, noch kein ganzes Kapitel oder es ist nur ein Teilaspekt, sodass sich das große Kapitel, wie zum Beispiel jetzt ein Rollenmodell L&D, dass man das nicht leisten kann. Deswegen hatte ich jetzt in dem Wikibook mal so als Gedanke, ein Kapitel reinzumachen mit so einer Corporate Learning Toolbox. Toolbox verstanden als IT-Tools, Methoden, Rollen. Also das ist so ein bisschen der bunte Werkzeugkasten, wo man Schrauben, Schlüssel, Hammer und so weiter reinwerfen kann. Und was vielleicht in dem ersten Schritt leistbar wäre, das wie so ein Glossar aufzuziehen. Also dass man sagt, man sammelt da alphabetisch.
Enterprise Social Network, Working Out Loud, Barcamp rein und im Hackathon kümmert sich jemand darum, dass zumindest bei jedem mal 3-4 Zeilen Beschreibungstext dabei steht, damit das Kapitel sozusagen wieder rund ist. Und wenn es dann eine einzelne Stellenbeschreibung zu einer Rolle gibt oder ein Kompetenzprofil, wäre das der Ort, wo man dann irgendwohin als externe Quelle rauslinken kann, ne, von dort. Oder es stellt sich raus, Teil unserer Vision ist tatsächlich, was ich Status Quo-Beschreibung ist, eine L&D-Abteilung sieht heute so aus mit den Rollen und in Zukunft so und eine davon ist Learning Facilitator und dann gehört es natürlich in das Visionskapitel rein. Ja, okay. So, jetzt weiß ich nicht, habt ihr den Chat, ich hatte jetzt den Chat gar nicht im Auge. Falls jemand im Chat noch was hat, was nicht beantwortet ist, gerne auch direkt. Also Charlotte hat es nochmal schön auf den Punkt gebracht. Sie schreibt, ich sehe das Ergebnis des Hackathons als permanentes Arbeitspapier. Es kann also durchaus Widersprüche und Varianten enthalten. Das ist das, was du vorhin mit der Version 1.0 nanntest, ne? Definitiv. Also das ist ja auch, wenn falls jemand Lust hat, jetzt in der Zeit bis zum Hackathon sich so ein bisschen mit Arbeiten in Wikipedia zu befassen. Das oberste Gesetz in der Wikipedia heißt ja immer Neutral Point of View, also neutraler Standpunkt. Das heißt, immer wenn man an Punkte kommt, wo man sagt, es könnte so sein oder es könnte so sein, ist es der Wikipedia wichtig, dass auch beide Sichten dargelegt werden. Das heißt, in dem extremen Fall einigen wir uns jetzt bei den Mukaton-Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht auf eine Vision, sondern es kristallisiert sich raus. Es gibt zwei Visionen, die einander widersprechen, also die ich jetzt auch nicht sinnvoll zu einer zusammenbauen kann. Und dann müsste man das im Visionskapitel im Wikibook auch so beschreiben. Ne, dann ist es so ähnlich wie, ich hatte vorhin mal das Schlagwort Szenariotechnik genannt, dann gibt es halt irgendwie nicht ein Szenario 1, sondern ein Szenario 2, sondern halt eine Vision 1 und eine Vision 2 und man stellt die halt nebeneinander. Das wäre völlig in Ordnung. Weil sonst ist man in so einer Situation, dass man quasi versucht, die zusammenzubringen. Und dann sind meist die Vertreter beider Varianten nicht zufrieden, weil das dann oft so beschnitten ist, dass beide sich damit nicht mehr wohlfühlen. Das ist im Softwarebereich ist es dann so, wie wenn, keine Ahnung, OpenOffice und LibreOffice, ne, man ist sich da nicht einig und dann gibt es einen Fork und dann gibt es halt mal irgendwann zwei Bücher sozusagen. Das wollen wir jetzt im Mukaton nicht, dass es zwei konkurrierende Bücher gibt. Aber ich meine, es ist alles Open Content und wenn später mal jemand sagt, so jetzt 80% der Inhalte, damit gehe ich d'accord und der Rest, da will ich aber noch ein ganz anderes Licht reinbringen, dann kann man im Prinzip auch den Content, so wie eine Firma den nehmen kann, als Blueprint nehmen und ein komplett neues Wikibook auf der Basis erzeugen. Ja, ich glaube, damit hast du auch gut geantwortet auf das, was Martina wollte. Martina, ich hoffe, das war jetzt befriedigend für dich. Du wolltest wissen, gibt es eine gemeinsame Zielversion, denn die 8 Unternehmen waren ja sehr unterschiedlich unterwegs. Oder gibt es eine Beschreibung von verschiedenen Ausgangspositionen? Also was jetzt genau rauskommen wird, wissen wir ja auch noch nicht. Wir versuchen jetzt mal aus den vielen Ideen das Gemeinsame rauszufinden. Und wenn man deutlich sieht, da gibt es ganz unterschiedliche, also ganz wesentlich sich unterscheidende Zielrichtungen, dann würden wir die darstellen. Aber vielleicht sind es gar nicht so viele. Es ist ja auch, also ich hatte das Zitat von Charlotte nicht gesehen im Chat, aber was du gesagt hast mit dieses Wikibook ist dauerhaft in Bearbeitung, das ist ja genau die Idee eigentlich von allem im Web 2.0. Da gibt es ja dieses Schlagwort Perpetual Beta. Also es gibt nie eine finale Version, es ist immer im Fluss. Nur um jetzt quasi mit so einer großen Gruppe von Leuten sozusagen mal einen Stand hinzubekommen und von alles verschwimmt noch in Kommentaren und Präsentationen und Videos und Blogs, einfach mal zu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, mit dem Aufwand, den wir jetzt reinstecken können, ist das so unsere gemeinsame Meinung. Dafür ist halt so ein Zeitpunkt, wo man sagt, bis dahin erzeugt man mal eine Vision. Und ab dann, im Prinzip ab dem Tag danach, kann es auch schon weitergehen, dass an den Inhalten weitergearbeitet wird und soll auch. Also idealerweise, wenn man jetzt mal bei so Rollenmodell zum Beispiel bleibt, natürlich wäre es schön, wenn sich kleine Communities of Practice bilden, die sagen, für uns ist jetzt die Rolle des E-Trainers total wichtig oder des Lernbegleiters oder.
Und wir tun auch über den MOOC hinaus uns einmal im Monat zusammenschließen, darüber sprechen und kümmern uns darum, dass wir kontinuierlich das Kapitel zum E-Trainer in dem Wikibook anpassen. Und auf dem Corporate Learning Camp 2018 haben wir dann vielleicht eine nächste Version. Also da ist, glaube ich, die Parallele zur Softwareentwicklung, wo man auch nicht sagt, man macht jetzt mal eine Softwareversion X und dann ist die für immer so, die greift da, glaube ich, ne? Sondern dieser Inhalt, der kann sich jetzt auch über die Jahre bis 2025 weiterentwickeln und 2025 am Corporate Learning Camp blicken wir dann mal zurück, wie gut wir mit unserer Vision und unserem Zielkorridor in 2017 waren. Also hier gibt es zwei schöne Kommentare. Charlotte sagt, wenn wir mit 8 Unternehmen und 1200 Teilnehmern einer Meinung sein sollten, war es daneben. Und der Magnus Rode sagt, Sammlung kontroverser Themen ist mir wichtiger als Konsens. Und dann hatten wir aber noch ja, eine Frage oder eine kritische Anmerkung vom Rainer Bartel. Das, was wir jetzt für die digitale Zeit machen, auf totes Holz zu drucken, sei ein bisschen unpassend. Im Grunde genommen, das ist nur ein Randeffekt, wenn es da jetzt ein paar gedruckte Exemplare gibt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Das Wichtige ist, dass das Wikibook im Netz steht, ne? Ja, ich meine, wir sind ja mittlerweile, glaube ich, schon direkt in der Retro-Bewegung. Also es gibt ja schon so Slogans wie analog ist das neue Premium. Also ich denke einfach, ich sage mal, dadurch, dass eben digital so skaliert und so massiv und überflutend überall verwendet wird, ist genau sowas wie, man kommt zwei Tage physisch zusammen, schon wieder der Luxus eigentlich. Ja, und dadurch, dass wir halt als Menschen auch haptische Wesen sind, finde ich, ist so ein, ich habe dann mal das Ergebnis einer Arbeit wirklich sauber als Artefakt in der Hand, ist einfach, finde ich persönlich, was anderes als ein PDF per E-Mail geschickt zu kriegen. Also das ist egal, was da drin steht, als Wertigkeit, als wahrgenommene Wertigkeit mittlerweile hat das Analoge wieder einen Mehrwert. Ja, und auch so im Sinne von, wie verteilt sich was, wie kann ich jemand, der vielleicht auch in dem Digitalen noch nicht so drinnen steckt, wie kann ich dem das weitergeben, wie bringe ich den dazu, sich mit zu beschäftigen, glaube ich, ist halt auch so ein gedrucktes Booklet, kann da nicht verkehrt sein. Aber natürlich mit all den Nachteilen quasi, da kann ich nicht drin weiterarbeiten und so, also unsere Single Source sollte schon das Wikibook bleiben. Und das andere halt hauptsächlich, um es eben mit aufs Corporate Learning Camp und dann halt in die Unternehmen reinzutragen. Ja, Simon, hier kommt noch ein guter Gedanke oder eine Frage vom Uwe Spangler. Der sagt, wenn ich es richtig verstehe, sind die Visionen ja nicht auf die Unternehmen bezogen, sondern auf die Diskussion in der Woche. Also das Fallbeispiel der Woche ist ja nur der Container für eine Diskussion zum Thema XY, zum Beispiel in unserer Woche 70-20-10. Habe ich das richtig verstanden? Also nicht bloß das, was die Unternehmen vorgestellt haben, sondern die Gesamtdiskussion wird zusammengefasst, ne? Ich würde sogar fast noch weiter sehen. Also klar, wir können natürlich keine Vision machen für das Unternehmen Continental. Das müssen die selber machen. Die Vision, die wir machen, ist für das gesamte Thema Corporate Learning. Also wie sieht das Lernen in einer Organisation 2025 aus? Und das ist, würde ich sagen, auch noch größer als das einzelne Wochenthema. Wenn wir an Arealbank denken, da ging es ja sehr schmalbandig um KI und Machine Learning. Und das ist sicher ein Teilaspekt vielleicht von Corporate Learning 2025. Aber wir machen jetzt quasi in dem Wikibook keine Vision für Machine Learning im Corporate Learning 2025, sondern wir werden entscheiden müssen, ob Machine Learning eine Rolle spielt in der Vision 2025. Und wenn ja, dann formulieren wir es da rein und wenn nein, nicht. Vielleicht ist ein bisschen missverständlich formuliert. Also die Vision wird ja jetzt aus dem, was ihr an Hausaufgaben macht, an Abschlussarbeiten und dem, was uns so bekannt ist, erstmal vorformuliert fürs Ganze. Aber ich glaube, was der Uwe Spangler meint, ist diese Wochenkapitel. Da kommt es nicht bloß auf das an, was die Unternehmen präsentiert haben, sondern es kommt auf die Gesamtdiskussion einschließlich der Präsentation des Unternehmens. Absolut, ja. Ja, absolut richtig. Ja. Richtig. Okay. Weil das ja quasi so die, sagen wir mal, die kollektive Intelligenz ist, ne? Wir sind ja nicht davon ausgegangen, dass die einzelnen Unternehmen in den Wochen sozusagen schon eine finale Lösung haben, sondern aus dem, was sie gezeigt haben, plus der Diskussion, der Nachfragen, den Antworten, im Reflektieren,
daraus soll eigentlich das kollektive Wissen entstehen. Okay. Gibt es weitere Fragen? Ihr könnt auch gerne das Mikrofon nutzen. Der Magnus, habe ich gerade gesehen, er ist gegen PDF und er ist gegen PDF und gedrucktes Buch und für die Online-Version. Also wir machen ein sowohl als auch. Also wer das in der Wikipedia noch nicht gesehen hat, die ganzen Wikipedia-Plattformen, die haben so einen Buchgenerator, der ist links, kann man den starten, auch für Wikipedia übrigens. Und das heißt quasi, man kann innerhalb des Wikisystems einzelne Wiki-Seiten einem Buchinhaltsverzeichnis zuordnen und auf Basis dieser Zuordnung dann entweder ein ODT-Dokument, das ist Open Document Type, das kann man mit Word oder LibreOffice öffnen, ein geschlossenes PDF oder EPUB-Format für E-Book-Reader wie Amazon Kindle oder so erzeugen. Na, und der Weg wird quasi so sein, dass wir an irgendeinem Zeitpunkt im August dann in dem Wikibook mal so einen Content-Freeze machen und sagen, wir nehmen jetzt Inhalt dieses Versionsstandes für die gedruckte Version, leiten dort dann so ein ODT-Dokument aus. Das geht dann nochmal durch Lektorat und Satz. Und da wird dann ein Dokument raus, was man drucken kann. Und die Online-Version bleibt aber bestehen und da kann dann jederzeit auch dran weitergearbeitet werden. Also wir machen nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ja. So, wir haben noch 3 Minuten, Simon. Vielleicht sollte man nochmal darauf hinweisen, also wer beim Hackathon dabei sein möchte, meldet euch an. Wir haben noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn jemand nur einen Tag dabei sein kann, ob das auch Sinn macht. Simon, was meinst du? Theoretisch passiert es bei jedem Hackathon, klar. Wir würden halt schauen, dass diejenigen, die dann für die Kapitelteams, die da in den jeweiligen Teams die Orga übernehmen, da wäre es schon sinnvoll, wenn der oder diejenige beide Tage dabei ist. Ja. Aber ansonsten, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass jemand da nur ein von 2 Tagen da ist. Da werden wir mit umgehen müssen. Okay, also ihr könnt auch euch notfalls für einen Tag da melden. Wichtig ist, dass ihr kommt. Meldet euch bald an, denn die Teilnehmerzahl ist auch begrenzt. Wir können da nicht beliebig viele nehmen. Okay. Genau, Nicole sagt schon, sie freut sich auf dem Hackathon, wird sicher eine gute Lernerfahrung. Das Gerne. Ist so. Da wird auch sicher, ich meine, bei jedem Hackathon passieren Sachen, die man nicht vorneweg planen kann. Also so wie wir jetzt bisher in der MOOC-Phase halt auch schon sehr flexibel und agil einfach mit neuen Anforderungen umgehen müssen, so wird es beim Hackathon auch sein. Aber ich denke, wir haben so eine grobe Linie. Wir haben jetzt ja auch schon viel Selbstorganisation erprobt im MOOC und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass man mit der krassen Herde sozusagen da ein gutes Ergebnis hinbekommt. Ja, und ich sehe hier in der Diskussion schon sehr viele Möglichkeiten, wie man das gedruckte Buch dann doch sehr sinnvoll weitergeben kann. Okay, ja, ich glaube, wir haben es dann. Sehr gut, ja, passt. Dann schönen Dank wieder fürs Mitmachen. Und Freitag, wie gesagt, Freitag gibt es auch nochmal eine Live-Session, sonst unter der Woche nicht. Wenn irgendwas ist, in die Kommentare alles in dem Abschlusswoche am Montag reinpacken. Ja. Okay. Also, ciao. Danke, ciao.